Nein, ihr macht mich ganz befangen. Wer denn nur mir gar nichts gewährt? Wer könnte diesen Augen widerstehen? Nun macht aber rasch, dass er nicht gebacken wird, sonst versäume ich noch mein Konzert. Verehrter Meister. Ach, die schönen Blumen. Wissen Sie, dass das meine Lieblingsblumen sind? Nein. Ja. Wirklich, Meister? Gretchen errät meine geheimsten Gedanken. Wünschte mir der Meister Ernie meine? Nun? Immerhin nicht. Wohin? Zu dem Konzert. Zu was für ein Konzert? Ach so, was fällt Ihnen ein? Für das Konzert, das Sie geben. Ich weiß ja nicht wo, aber warum denn nicht? Aber ausgeschlossen, Kindern heißt am Ende noch, ich schleppe die ganzen Haare meiner Schülerinnen nicht. Na, das wäre sowas für die Herren von der Presse. Und dann, es ist auch gar kein öffentliches Konzert, sondern auf einem Schloss. Bei der Gräfin, jetzt habe ich den Namen vergessen, das ist auch gleich. Also seien Sie lieb und üben Sie mein Geheimnis, ja? Ja, Meister. Ädchen wird mich doch nicht verraten. Und wenn es schön brav ist und schweigt, dann... Dann? Ja, dann. Lass ich ein anderes Mal vielleicht mit ins Konzert? Ja, wer weiß. Auch in ein so ganz geheimes Konzert? Auch in ein so ganz geheimes... Hören Sie, Kind, benutzen Sie die paar Tage lieber dazu, um tüchtig zu üben. Ihr Anschlag ist höchst angelaufen. Das kommt davon, wenn man lauter Dummheit im Kopf hat. Die Kunst fordert den ganzen Menschen für sich. Nein, nicht... Nicht den Fußsack, der Fußsack kommt doch nicht in den Koffer. Hier, Herr Professor. Na endlich, Fräulein, wo stecken Sie denn? Ich will doch abreißen, Fräulein. Ich habe die Mütze gesucht, Herr Professor. Und hing ihn ganz nach dem Apfel. Genau, und das hätten Sie sich auch denken können. Fräulein, Fräulein. Danke. Ja, vielleicht ist es endlich da und helfen Sie uns. Aber vorher schauen Sie nach, ob der Johann parat ist. Er soll gleich den Koffer bringen. Und dann, Fräulein, haben Sie meiner Frau schon gesagt... Lass, Herr Professor. Nein, Fräulein, so hören Sie doch. Fräulein, man muss stoppen, dann geht es gut. Oh Gott. Ja? Fräulein, ich habe Sie gebeten, meine Frau zu rufen. Ja, Herr Professor. Ja, geben Sie mir meine Mütze. Fräulein, ja, sagen Sie, warum geben Sie mir meine Mütze? Hm? Die Mütze, Herr Professor. Ja, die Mütze, Fräulein. Die Mütze, Fräulein. Sie halten sie ja in der Hand. Ja, Herr Professor. Aber vor allem meine Frau, Fräulein. Nein, Herr Professor. Nein, wenn ich nicht alles selber mache, ja. Na, und Sie könnten auch ein bisschen helfen, statt sich da malerisch hinzuplunschen. Aber mit Ihrer Faulheit werden Sie nie was erreichen. Kind, wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? Sie haben mich zu tief verletzt. Wie denn, wann denn? Ja, und ich weiß nicht. Was? Alles. Was denn? Viel Glück zum Konzert, verehrter Meister. Kind, ich bitte mir aus, dass... Gedacht, dass es sich um ein Konzert handeln wird. Richtig, ja. Okay.
Dafür muss ich euch anschwimmen, du verrast mir nicht. Ich muss das nur vor meinen Gänsen sagen. Die Wahrheit ist, ich will hinauf in unsere Hütten, ein bisschen im Wald liegen. Ich weiß nicht mehr aus, der Frühling ist da und da packt's mich immer wieder. Na, ich hab es doch ehrlich verdient, zwei, drei Tage, findest du nicht? Du hast es ehrlich verdient. Und es ist ja lieb von dir, dass du mich nicht anlügst. Nicht wahr? Hey, und du wirst den Gänsen nichts verraten, sonst wird gleich wieder geschnarrt, dass du kennst sie doch. Nein, ich verrate dich nicht. Du weißt doch, dass ich schweigen kann, nicht? Ja, ja. Weißt, wenn's da nur den ironischen Ton abgewöhnen kann. Du sagst die nettesten Sachen, aber so, dass einem ganz unheimlich wird. Ich? Ja, ich weiß, oder bilde mir das nur ein, möglich. Ich bin mit den Nerven wieder mal fertig. Ist ja kein Wunder, der Winter. Erst die große Tournee, dann von einer Einladung zur anderen. Tagsüber die Gänse. Du, ich bitte dich, beschwichtige mir die Gänse. Ja, sonst wirfst du nur eine vor mein Automobil und ich hab die größten Scherereien. Mein lieber Kurzel, wie soll ich das? Du weißt doch, sie hassen mich alle. Ja, warum denn? Sie denken wohl, ich nehme dich ihnen weg. Es ist mit Gefahr verbunden, deine Frau zu sein. Na, du, dafür bist du aber ganz tapfer. Man lernt es mit der Zeit. Na endlich, Johann, sind Sie doch wieder. Ja, also lass dir gut gehen, mein Schatz. In zwei Tagen bin ich wieder bei dir, gell? Streng dich nur nicht wieder zu sehr an. Nein. Na, wirklich, du machst mich immer lustig über mich. Naja, so ein Konzert. Also, adieu. Adieu. Oh Gott. Adieu. Den Fußabkrolle vergessen. Den Fußabkrolle. Zwei Tage. Daumen halten Sie mir das Zerr. Und gleiche Gehen. Immer gleiche Gehen. Fräulein. Na, Papa, schaffen Sie besser. Ich habe die Blumen vergessen. Die Blumen müssen mit. Doch, Johann. Die Blumen. Eine grässliche Person, ich hasse sie. Die Blumen, er hat die Blumen vergessen. Ich habe seine Blumen. Meister, da haben Sie den Futter. Sie sind ja noch die Gescheitesten. Jetzt? Helga. Ja? Ihr glaubt an dieses Konzert? Ihr glaubt an dieses Konzert? Ihr glaubt an dieses Konzert. Du meinst? Ich glaube nicht, aber ich weiß nicht. Ich aber weiß. Noch gestern hat er von dem Konzert nichts gewusst. Nicht von dem Baduchier. Er tritt heute auf dieses Konzert, aber als Frühling. Er sagt zwar, dass uns sein Sekretär noch gestern hätte schreiben sollen, aber hat Ihr Sekretär geschrieben? Nein. Hat er Ihnen geschrieben? Nein. Hat er mir geschrieben? Nein. Folglich? Dann habt ihr je gehört, dass es heute plötzlich ein Konzert gibt, das es gestern noch nicht gab? Nein. Niemand hat gewusst, dass heute keine Stunde sein wird. Alle sind gekommen. Ich hab's nicht gewusst, du hast es nicht gewusst, sie haben es nicht gewusst. Keine. Nicht einmal Frau Claire Bloderer, seine tragische Muse, oh Gott. Wird das Fräulein fand, das Fräulein hat auch nicht gewusst. Nein, keine. Keiner hat's gewusst, alle sind gekommen. Nur eine hat's gewusst, denn die ist nicht gekommen. Na? Wer ist nicht gekommen? Frau Delfine Jura ist nicht gekommen. Das ist wahr! Ja, das ist wahr! Das ist wahr und folglich. Folglich? Oh ja! Ist es klar, dass das Konzert, das Gustav Heink heute gibt, Frau Delfine Jura heißt. Auch diese schändliche Person. Jawohl, Miss Gartner, haben Sie wohl das richtige Wort gefunden. Mit der Dame zusammen war ich schon im Sack Likör. Glaubst du wirklich, dass Gustav Heink mit der Jura... Gustav! Auch Gustav Heink ist nur ein Mann. Es ist bekannt, wie schwach sie sind. Für den Verführer? Sie hat eine Nase wie ein Mops. Was weiß denn Gustav Heink? Der lebt in einer höheren Region. Mit ihr, mit Delfine Jura. Ja, aber noch nicht. Aber wenn du doch meinst, sie sind schon im Auto. In drei Stunden können sie in der Klamm sein, von dort ist es kaum eine Stunde zu Fuß bis zur Hütte. Es ist staatsbekannt, dass Gustav Heink immer in die Hütte geht. Sein kleines Jagdhaus im Wald oben. Jedes Mal, wenn ein neues Konzert beginnt. Nein. Du hast recht. Oh, grässlich. Tja. Gott, ein Künstler braucht das. Ja, Miss Gaben, da darf man nicht leidlich sein. Ja, aber
Frau Jura glaubt, das seid ihr, sie muss überall die Erste sein, immer drängt sie sich vor. Ja, sie wusste vom ersten Augenblick an, wie sie plötzlich hier aufgetaucht ist. Frau Jura hatte plötzlich ihr musikalisches Herz entdeckt. Musikalisch, die gute Delfine. Oh Gott. Nun, ganz so wie sie den Dr. Jura heiraten musste, wie der Skilaufen-Mode wurde, weil da war ja damals der das Höchste. Na jetzt? Kaum ein Jahr nach der Hochzeit. Eine anständige Frau hält doch eine gewisse Frist ein. Noch kein Jahr nach der Hochzeit. Der arme Mann. Aber hätte mir voraussagen können, ich kenne die gute Delfine. Und sie soll mich auch kennenlernen. Ha! Du sollst mich schon noch kennenlernen. Du sollst mich schon noch kennen. Was hast du vor? Du sprichst doch fast der Plan. Ich bin schrecklich gespannt. Was willst du? Ich will. Für den Meister retten. Herrlich! Oh, Sie sind eine tapfere Frau. Ich rette den Meister. Wie? Ich möchte mitmachen. Sag uns doch deinen Plan. Sagen Sie doch. Ich rette den Meister. Adieu. Wohin willst du? Ich habe keine Zeit mehr. Ja, nehmen Sie mich mit. Morgen sollt ihr alles hören. Nein, ich lasse ihn vor. Was ist denn auch noch schädigen Frau hören? Es geht etwas vor. Heute wird ein Zettelspiel vor. Ich habe die Pflicht, der gnädigen Frau was anzuzeigen. Aber hören Sie mich doch erst an, dass ich Ihnen erkläre, die gnädige Frau soll dann entscheiden. Was ist denn das Schlimmste? Diese Person hat sich erkühnt. Bitte, meine Damen. Sie hat dieses Bild. Was für ein Bild diese Person lügt. Was doch hört, erzählt sie doch, Fräulein. Ich kam eben dazu, wie Frau Floderer im Vorzimmer dieses Bild von der Wand nahm und einstecken wollte. Oh! Aber ich wollte das ein Bild des Meisters. Mit 17 Jahren. Ach. Die lieben Augen. Der weiche Mund. Dein Mund ist seitdem viel härter geworden. Sein Mund ist doch noch immer weich. Jetzt ist dein Mund kraftvoll hart. Weich. Dein Mund ist weich und hart zugleich. Ja. Und dieses teure Bild hat Frau Floderer stehlen wollen. Oh, hässlich. Hey. Nein, nicht stehlen, nein. Ich will es doch nur für mich fotografieren lassen. Oh, ja, das ist für mich auch. Natürlich. Auch für Sie. Geben Sie nur, Sie hören Sie doch, jede kriegt ein Bild. Jede kriegt ein Bild. Es ist ja die höchste Zeit. Was ist denn geschehen, Gott? Lassen Sie nur. Sie muss fort. Sie rettet den Meister. Um Gottes Willen, was ist mit dem Meister? Ja, Sie wissen noch nicht. Sagen Sie. Frau Delfine Jura hat den Meister entführt. Oh Gott. Ich hab aber geahnt. Also Sie sind zusammen hinauf in die Hütte. In die Hütte? Wo der Meister steht. Ja, dort pflegt der Meister in die Hütte mit ihr. Allein? Ja, gnädige Frau, oh Gott. Ach, die Damen sind noch da. Die Damen wollten eben. Ja, wir wollten eben. Gnädige Frau, lassen Sie sich nicht stören. Gleich, das ist seine Frau. Damen sind alle Männer gleich. Fräulein, da drin liegen noch überall Blumen. Bitte bringen Sie sie mir, ja? Und bringen Sie mir ein paar Vasen. Ja. Und machen Sie drin das Fenster auf. Ja, gnädige Frau. Trachten Sie doch, den Damen abzugewöhnen, dass sie sich hier häuslich niederlassen. Hier ist ja schließlich kein Club. Ja, gnädige Frau. Ich habe Ihnen das neulich schon einmal gesagt. Ich möchte es nicht noch einmal sagen. Auf der Tischchen, was ich höre. Gewiss, gnädige Frau. Was von mir? Kommen Sie einmal her, Fräulein. Setzen Sie sich einmal ein bisschen zu mir, Fräulein. Schauen Sie mich einmal an, Fräulein. Sie sind ja ganz verweint. Ich? Aber nein, ich hab nur... Na was?